Aber ich wollte ja die Stationen alle gleich haben, ne? Ach komm, dann lasse ich das einfach da. Bis nach da vorne. Echt, so weit war das? Ja, da kommt da eben eine doppelte Mauer hin. So, jetzt muss ich aber noch hier so den Anschluss finden. Aber hier, da kann ich schon mal... Nee, da will ich wieder aufmachen. Und zwar, ja doch, hier. Nee, das ist... Nee, 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 ich mach das hier. Ja, und dann haben wir da noch einen Gang. Da kann ich mal hier eine Lücke lassen. Das geht hier so rum. Ja, doch, gut. Sieht richtig aus. Das kann ich auch so lassen. Wie mache ich dann das jetzt hier? Ha, das ist schwierig. Oder doch hier zumachen? Ach doch, ja. Und dann kann ich hier... nee. Ja, ich weiß wieder nicht. Ja, gut, dann mache ich mal auf der Seite weiter. Da lasse ich mal eine Lücke, dass man da rein und raus kann. Hier kann ich mal zumachen, das einfach mal... Zack, so versetzt machen. Ja, und schon haben wir den Anschluss hier. Nein, dahin. Oh, das war zu viel. Sei denn, ich will da ganz zumachen. Da muss ich aber das doch nochmal versetzen hier. So. Oh, ich muss was essen. Ja, doch, kann ich so lassen. Ah, jetzt ist das aber ein breiter Gang. Ja. Da sind wir schon wieder so weit. Ja, dann ist das eben so. Wobei das jetzt hier keinen Sinn macht, da diese Ecke. Dann mache ich sie zu. Ja. Und dann auch so vorziehen, dann kann ich... Ach, einfach mal so. Hier, zack, und dann ziehe ich hier eine Querwand hin. Was ist das jetzt hier? Jetzt ist das so eine Ecke. Warum denn das? Die will ich doch gar nicht haben. Tja, jetzt habe ich sie aber. Ach, Moment mal. Das fällt doch gar nicht auf, dass da eine Ecke ist. Glaube ich. Wenn da die Hecke drauf ist. Puh, komm, lass sie einfach so. Hier den Eingang versetze ich dann. Dahin. Ha, Sackgasse. Achso, dann muss man ja immer noch da einmal aus... Ja, okay. Muss man dann eben. Dann will ich aber mal dafür sorgen, dass das... Ach, und ich mache hier einen Durchbruch. Genau. Oh, das ist aber ein langer Gang hier. Okay. Soll das mal so sein. Dann mache ich aber hier zu. Es geht ja doch schneller voran als gedacht. Was haben wir denn schon alles? Ja gut, das ist noch nicht so viel, aber immerhin einen Teil haben wir schon, einen kleinen. Und die, ja, das... Ich setze ziemlich schnell und ziemlich viele Blöcke hin, sehe ich gerade. Aber das ist ja auch nicht verkehrt, wenn das so schnell geht. Das hier, ja doch, kann man so lassen. Ist das auch... Ah, das ist eine Dreierbreite. Ah, okay. Nee. Ha, was kann ich da machen? Ich könnte zum Beispiel erstmal hier weiter. Ja. Nee. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie stört die Mauer hier. Ich mach die doch mal wieder weg. Dann mache ich mal hier weiter. Ja.
Nein, komm, setz doch mal richtig hin. Ja, so. Jetzt habe ich noch ein paar Steine, die setze ich dann auch hin und dann soll es gut sein für heute. Da muss noch einer da und dann mache ich da einfach mal zu. So. Okay, jetzt haben wir aber... Ah, Moment mal, ich kann ja einfach... Das müsste doch gehen, wenn ich die Mauer hier wegmache. So, und das hier einfach noch um ein Stück nach vorne ziehen. Und dann kann ich hier eine Mauer hinsetzen. Und zwar direkt bis dahin. So. Jetzt habe ich hier eine größere Fläche, die dann leider zu groß ist. Mhm. Ja, was mache ich denn da jetzt? Vielleicht hierzu und dazu. Dann hat man hier noch so eine Sitzecke. Ja, genau. So haben wir wieder eine Sitzecke. Und wie kommt man jetzt dahin? ich glaube, ich habe wieder... Ah, nee, da kommt man... Also ich habe das jetzt... Ja, ich meine, ihr wisst ja, wie das jetzt gerade entstanden ist. Ich kenne mich da selbst nicht aus. Es kann sein, dass ich hier... Ah, nee, da kommt man sowieso nicht hin. Irgendwie einen Weg gebaut habe, dass... wo ich gar nicht hinkomme zu diesen ganzen Sehenswürdigkeiten. Aber das würde ich ja merken dann und dann muss ich das eben umbauen. Nee, eigentlich sollte das immer überall gehen. Oder? Ich weiß nicht. Naja, ich werde es dann ja sehen. Hier passt noch eine Ecke hin. Und dann lasse ich mal da eine Lücke. Ah ja, von wegen Lücke lassen. Okay, jetzt habe ich keine Steine mehr. Also bis auf den einen hier, den setze ich dann doch dahin. Okay, dann will ich es mal hier belassen, hierbei belassen und ja, erstmal wieder Steine ansammeln und beim nächsten Mal hier weitermachen. Ja, komm, also wir haben noch, ich kann jetzt schlecht abschätzen, wie viel das ist. Ein Zehntel. Nee, ich glaube ein Zehntel ist es noch nicht. Aber vielleicht so ein Neuntel oder so. Ja, okay. Aber auf jeden Fall haben wir schon was. Und ganz schön viele Steine verbraten, ne? Aber ja, ist eben so. Ich schaue nochmal dahin. Zum Haus. Hier. Da kann ich ja idealerweise auch das Bett gleich wieder dahin stellen. Ich kann es ja immer wieder abbauen. Dann von hier. Steine. Hier. Ja, vier Paletten voll noch. Die vier zähle ich jetzt mal nicht mit. Das ist nicht viel, ne? Okay, mal zurück ins Lager und schauen, was wir da noch so an Diorit haben. Ich räume eben die Blumen weg. Brauche ich jetzt ja nicht mehr. Kleine Blumen hier rein. Habe ich doch noch große Blumen dabei? Ich müsste aber auch mal wieder Blumen züchten. Hier, davon habe ich nicht so viele, davon nicht so viele. Kann ich ja mit dem Knochenmehl machen. Ja, muss ich ein andermal machen. So. Stein, also Diorit. Andesit, Granit, Diorit, natürlich ganz oben. Da haben wir nichts mehr. Gemeißelte, kann ich die rückgängig machen irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Ne. Kann, ups. Kann ich nicht. Und die Mauern. Ja. Aber ich kann ja welche machen. Und zwar, Moment. Also wir haben ja gesehen aus Quarz und Bruchstein. Moment. Ach so, dann kann ich das eben wieder ausschalten. Da war das. Und da und da. So. Den hier. Ja, das Rezept hier, was ich jetzt erstmal verworfen habe, weil ich da Steinessenzen brauche. Obwohl das wesentlich effektiver wäre, ne? Ich glaube, ich überlege mir das doch nochmal. Naja, oder eben das hier. Aber auf diese Weise würde ich eben den Bruchstein wegkriegen. Ich meine, so viel von diesem Diorit brauche ich auch nicht, aber... Immerhin, na, viele Quarzpflanzen und dann mit Bruchsteinen das verhackstücken. Und hier, ja, brauche ich erstmal Diorit und Quarz und für den hier auch Diorit erstmal und Bruchstein. Wenn ich das Rezept der Steinessenz nicht nehmen will, was aber gar nicht so schlecht ist.
Ist auch recht effektiv, also recht ergiebig, ja. 16 Stück dann von diesen Dingern da. Ja, gut, aber ich bleibe jetzt mal bei der Sache mit dem Bruchstein. Erstmal, ich kann es mir ja immer noch anders überlegen. So. Ja. Was machen wir dann? Jetzt, ich dachte mir, das würde jetzt länger dauern da am Irrgarten. Ist aber doch nicht. Also auf jeden Fall erstmal ins Bett gehen. Das ist eine gute Idee. Ah, ich hab eine Idee. Wir könnten ja nochmal am Kreisdorf das eine Haus einrichten, denn das ist ja noch leer. Da ist ja noch nichts drin. Gehen wir mal hin. Oder wir schauen erstmal beim Dings vorbei. Beim Agrarplatz, was denn aus dieser anderen Marktpflanze geworden ist. Oh, guck mal, da ist schon was gewachsen hier. Ich habe auch so das Gefühl, dass diese Pflanzen hier, diese Material- und Tierpflanzen, ja, dass die ein bisschen schneller wachsen als die anderen, als die hier. Ich meine, die stehen jetzt schon länger da. So, ich mache mal ein bisschen Dampf hier, damit das auch wächst. Ich will das sehen hier. Oh, die machen sich gut. Also von den Erd- und Wasserpflanzen habe ich schon ziemlich viele. Oh, da ist sie fertig. Ich ernte sie gleich mal. Mit meiner Glückshand. Nee, hat leider nichts gebracht. Einen Samen. Also ich habe jetzt auf einen zweiten Samen spekuliert. Aber leider nicht. So, gleich nochmal. Du kannst auch mal wachsen hier. Und du auch. Ihr da drüben seid schon. Ja, okay. Ach, aber ich kann ja mal schauen hier. Da sind die... Was ist denn das hier rechts? Das ist die Creeper-Pflanze. Und dann habe ich hier diese vier, es müssten doch eigentlich fünf. Ja genau, hier fünf. Hier Skelettpflanzen sein. Ja, die kann ich mal abernten hier. Also das hier, Creeper, ich hätte gerne mehr davon. Wo ist denn der Samen hin? Oder war das Ding noch gar nicht reif? Da müsste ja auch ein Samen da sein. Jetzt habe ich eine Essenz, aber keinen Samen. Was soll das denn? Was? Wie? Da müsste doch... Das ist der... Nee, Moment, das ist der Creeper. Ach, ja, das ist der Creeper-Samen und den Smaragd-Samen. Den habe ich doch gleich wieder eingepflanzt. Oh Mann, bin aber auch doof. So, hier. Nee, leider nur zwei Samen rausgekommen. Hm, schade. Naja, gut, ist eben so. Und davon auch nur fünf. Kein weiterer. Naja, gut. So, wie sieht es jetzt hier aus? Diese Marktpflanze sollte doch nochmal wachsen. Ja, da haben wir sie. Und? Ne, leider auch nur einer. Naja, gut. Belassen wir es mal hierbei. Und dann könnte... Ah ja, da kann ich aber auch mal, wenn das geht, nach da oben gehen und ein bisschen über die Pläne sprechen, bevor wir weitergehen zum Dingshaus. Zum Kreisdorf. Oh ja, da muss ich natürlich gleich mal hier die Smaragd-Essenz da aufräumen. Und die... Oder wir machen noch Obsidian-Samen. Da hätte ich nämlich auch Lust drauf. Und Lapis-Samen. Ah, das könnten wir auch machen. Jetzt, wo wir dann sowieso Zeit haben... Oder wir könnten noch die Quarzessenz gleich mal verarbeiten. Naja gut, also auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Da. Ja, diese Felder hier. Wahrscheinlich werde ich sie alle nochmal abreißen und versetzen. Oder zumindest so ein bisschen, weil ich dazwischendurch überall da, wo noch ein bisschen Platz ist oder wo nicht ist, muss ich dann eben schaffen, irgendwie noch so kleine Sachen machen will. Vielleicht hier mal eine kleine Hütte oder hinstellen oder... einem Baum und ein bisschen Hecke und Zaun oder sowas, das Ganze eben ein bisschen schöner und netter aussieht. Aber ich weiß noch nicht genau wie und das muss ich mir noch überlegen. Und diese komische Wasserpfütze, da kann auch weg. Ich brauche sie ja sowieso nicht. Also als Beispiel das. Ja, und hier vielleicht vorne noch ein bisschen so, was weiß ich, so ein bisschen, ja, irgendwie ein Blumenbeet oder sowas machen. Irgend sowas. Habe ich mir da gedacht, dass es nicht so wie so eine Monokultur aussieht. Einfach nur so eine kahle Landschaft mit Feldern drauf. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Autsch, ich falle da sowieso immer runter. Ja, dann räume ich mal eben diese Dinge auf und dann machen wir noch die Samen. Ich bin jetzt gespannt drauf. Hier Obsidian und was habe ich jetzt hier?
Das gehört sowieso alles nach oben. Obsidian und Lapis. So, erstmal das hier weg. Creeper habe ich hier. Insgesamt 5. Ja, naja, leider nicht so viel. So, da kriege ich jetzt immer 2, weil ich eine weitere Pflanze habe. Und da kriege ich schon wieder ein bisschen mehr. Gut, schauen wir uns mal an, was ich denn... Oh, ich glaube, ich mache das hier auch so. Diese beiden Werkbänke einfach mal vertauschen. Nein, ich will das da hinsetzen. So. Da. Dann kann ich mal das alles mitnehmen. Ja, ich bin hier oben. Genau, da muss ich ja nicht hin, sondern dahin. So, wie macht man jetzt Obsidian und Lapis? Was ich zuerst finde, mache ich zuerst. Nee, ich will mit Obsidian anfangen. Hier, guck mal, Obsidian. Da brauche ich die Stufe 3. Ach so, Stufe 3 Samen und dann Obsidian. Okay, Stufe 3 Samen habe ich schon. Ja, guck mal, da kann ich ja das gleich hinlegen da. So, na, so. Und jetzt muss ich nur noch Obsidian aus dem Lager holen.